Hallo meine Süßen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar gibt es heute ein One-Brand-Tutorial. Das heißt, ich mache einen kompletten Look mit einer Marke und ich habe mich heute für Essence entschieden. Das heißt, alles, was ich heute trage, ist von der Marke Essence. Und ja, wenn euch das interessiert, der Look ist übrigens daraus entstanden. Also das ist der fertige Look. Wenn der euch interessiert, dann bleibt einfach dran und dann wünsche ich euch viel Spaß. Als erstes trage ich mir die Essence My Base auf, und zwar die Illuminating Base. Die gibt es halt leider nicht mehr, die wurde aus dem Sortiment damals genommen. Irgendwie schon weiter mit der Foundation, die trage ich auf, und zwar die Soft and Natural, oder Soft and Natural Make-up. Das benutze ich heute. Jetzt trage ich mir schon mal die Eyeshadow Base auf, die Isle of Stage. Und benutze den Essence Day All Day Concealer. Und dann mache ich schon weiter mit den Augen. Und da nehme ich jetzt als allererstes die Farbe Adorable. Dann komme ich zu dem Pigment Smell the Caramel. Da nehme ich eben einfach das Dunkelbraun oder hier das Dunkle, nehme das mir so gesagt mit so einem fluffigen Pinsel auf und gebe das mir einfach dann in die Lidfalte. Diese zwei Kajalstifte, einmal die Farbe Teddy als Kajal und einmal die Farbe Scream Green. Und Teddy trage ich mir auf die Wasserlinie auf und dieses Grüne versuche ich so unten am Wimpernkranz aufzutragen. So, das funktioniert jetzt nicht ganz gut, deswegen halte ich den Kajal unter das Feuer und warte jetzt, bis es abgekühlt ist. Und zwar kann ich mir jetzt auch was auf so einen Eyeliner geben. Oben ziehe ich mir jetzt einfach nur einen Lidstrich mit dem Essence Liquid Ink Eyeliner in Waterproof. Tusche mir meine Wimpern mit der Combo Isle of Extreme und Isle of Extreme Crazy Volume. Dann kommen wir zum Bronzer. Und das ist der Essence Bronzing Compact Powder in Matt in der Farbe 02 Love to be Matt. Und den trage ich mir jetzt einfach überall ins Gesicht auf. An Rouge nehme ich mir hier dieses Rosa raus und trage das so ein bisschen auf meine Apfelbäckchen auf. Und Highlighter nehme ich den Essence Metal Glam Highlighter aus NYE und gehe da einfach so mit dem Pinsel so ein bisschen rein und trage den mir hier so auf. Und jetzt kommen wir noch zum Lippenstift. Da benutze ich einmal den Lippenstift in der Farbe 01 Coral Calling und einen so Nude Lip Gloss. Fertig werden wir mit dem Look. Ich finde ihn sehr, sehr schön. Und ich hoffe, das Make-up-Tutorial hat euch gefallen, das One Brand Make-up-Tutorial. Und wenn ihr davon mehr sehen wollt, also zum Beispiel von Catrice, P2 und so weiter, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann, wie gesagt, würde ich mich freuen für Däumchen hoch, wenn euch diese Art von Video gefallen hat und Kommentare natürlich. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüss!